Meine Damen und Herren, auch in Verden gab es eine Synagoge. Das Gebäude ist längst vom Erdboden verschwunden, aber seine Grundmauern kamen 2011 wieder ans Tageslicht und wurden bei einer archäologischen Ausgrabung freigelegt. Diese Ausgrabung und ihre Ergebnisse möchte ich Ihnen heute vorstellen. So hat sie ausgesehen, die Verdener Synagoge. Hier in einer zeitgenössischen Ansicht. Ein zweigeschossiges Gebäude aus Klinkern mit Satteldach, zwei Schornsteinen, Rundbogenfenstern und der Haupteingang war zum Johanneswall hin. Im rückwärtigen Gebäudeteil der Betsaal mit den großen Fenstern über zwei Geschosse. Nach vorne zur Straße hin im ersten OG eine Wohnung. Die war vielleicht ursprünglich gedacht für einen Rabbiner, aber die Synagoge hatte keinen eigenen Rabbiner, der kam jedes Mal aus Hannover für die Gottesdienste hierher. Dann im Erdgeschoss, links vom Haupteingang, ein Klassenzimmer. Das wurde zeitweise als Grundschule genutzt, zeitweise als Religionsschule. Und rechts vom Haupteingang eine Waschküche und da, wo die Personen stehen, da ist der Seiteneingang. Über dem Haupteingang war eine Inschrift eingelassen, auf Hebräisch, da steht, hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Erstes Buch Mose, Kapitel 28, Vers 17. Und die große Frage war immer, wo war die Mikwe, das jüdische Ritualbad? Die Architektur der Synagoge lässt nicht unbedingt erkennen, dass es sich um ein jüdisches Gebetshaus handelt. Das war auch ganz im Sinne der Erbauer, denn man wollte nicht unbedingt auffallen, sondern orientierte sich an dem, was zu der Zeit und an dem Ort gerade üblich war. Die Synagoge wurde 1858 eingeweiht und diente 80 Jahre lang bis zur Reichspogromnacht 1938 als jüdisches Gotteshaus. In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 wurde sie angesteckt und brannte völlig nieder. Das ist die Kurzfassung der Geschichte und die sehen wir uns jetzt etwas detaillierter an. Bevor die Synagoge gebaut wurde, lebten schon Juden in Verden. Die haben sich bei Familie Schragenheim auf der großen Straße zum Gottesdienst getroffen. Das ist dieses Gebäude, wo heute diese Eisdiele drin ist. Ab dem 16. Jahrhundert sind Juden in der Stadt Verden nachgewiesen, aber erst im 19. Jahrhundert war es ihnen erlaubt, sich dauerhaft hier niederzulassen. Von da an ging es ganz schnell aufwärts mit der jüdischen Gemeinde. Mitte des 19. Jahrhunderts lebten bereits mehr als 60 Menschen jüdischen Glaubens in der Stadt. Nach jüdischem religiösem Recht müssen mindestens 10 religionsmündige Männer in einer Gemeinde leben, damit man eine Synagoge gründen kann. Religionsmündig ist man mit 13 Jahren. Die Verdener Gemeinde hatte diese Mindestzahl Mitte des 19. Jahrhunderts locker überschritten und da begannen auch bald die Planungen für die Synagoge. Die jüdische Gemeinde erwarb ein Grundstück am Johanneswall und das war durchaus eine gute und repräsentative Adresse. Die Villen, die da heute noch stehen, zeigen das. Die Altstadt innerhalb der Grenzen der mittelalterlichen Stadtmauern halt so, war zu eng geworden. Und die Bebauung dehnte sich im 19. Jahrhundert in diese Richtung aus. Der rote Pfeil zeigt den Standort der Synagoge am Johanneswall auf einem Stadtplan von 1880. Damals hatte das Gebäude die Hausnummer 5. Die wurde später umgeändert in Hausnummer 4. Und um 1937 wurde die Hausnummer 4 nochmal geändert in Nummer 7. Und die alte Hausnummer 4 haben wir sogar wiedergefunden bei der Ausgrabung. Das haben die Bewohner des der Wohnung im Keller aufbewahrt. Im Stadtarchiv hat sich eine Einladung zur Einweihungsfeier erhalten. Das war am 31. August 1858. Aber die Juden haben einen eigenen Kalender und danach war die Einweihung am 21. Elul des Jahres 5618. Auf der gedruckten Einladung steht aber 5608.
und nicht 5618. Ich habe mir das extra in einer Umrechentabelle im Internet angesehen. Dabei kam raus, das Jahr 5608 auf der Einladung kann nicht stimmen. Ich hoffe, diese Einladung war nur der Entwurf und die haben das Datum damals auf der verschickten Einladung noch korrigieren können. So stand die Synagoge 80 Jahre lang am Johanneswall. Heute ist hier ein Fachmarktzentrum. Genau über der Synagoge ist das Bekleidungsgeschäft Taco. Und wenn Sie sich das Nachbargebäude hier ansehen, das steht heute noch, auch mit dem Wintergarten. Und dann kann man sich gut vorstellen, auf welcher Höhe die Synagoge war. So stand die Synagoge hier, bis sie in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 angezündet wurde und weitgehend ausbrannte. In den frühen Morgenstunden des 10. November, so gegen 5:30, bemerkte eine Nachbarin, dass es in der Synagoge brennt. Sie rief sofort die Feuerwehr, die auch umgehend kam und löschte. Das Feuer brannte nur im Betsaal und war zu dem Zeitpunkt noch so klein, dass man es problemlos hätte löschen können und der Schaden relativ gering gewesen wäre. Doch jetzt erscheinen Vertreter der SS und der Gestapo und der Landrat höchstpersönlich in der Synagoge und weisen den Feuerwehrchef an, nicht weiter zu löschen. Der lässt sich einschüchtern und gibt seinen Leuten das Kommando, die Löscharbeiten einzustellen. Abziehen mag er seine Leute aber nicht und so tun die ab jetzt nur noch so, als ob sie löschen. Also die spritzen das Wasser irgendwo hin, das gar nicht gebraucht wird. Die Synagoge und vor allem der Betsaal brennt im Beisein und unter den Augen der Feuerwehr völlig aus. Wir sehen hier ein Foto aus der Brandnacht. Das Innere des Betsaals steht in Flammen, der Dachstuhl ist schon zusammengebrochen, aber die umlaufende Galerie für die Frauen, Männer und Frauen sitzen ja getrennt, im ersten Stock des Betsaals ist noch zu erkennen. Die Torarollen hat die Gestapo in der Brandnacht geraubt und hinterher in ihren Diensträumen aufbewahrt. Nach dem Krieg konnte sich dann keiner mehr erinnern und das heißt, die Torarollen sind seitdem verschollen. Das Geburten-, Trau- und Totenbuch hat ein Gemeindemitglied an sich genommen und auch das ist seither verschollen. Soweit der Synagogenbrand. In derselben Nacht kam es zu Übergriffen auf Geschäfte in der Verdener Innenstadt, die Juden gehörten. Dort wurden die Schaufensterscheiben zertrümmert. 10 Juden wurden verhaftet und bis Ende November in Verden gefangen gehalten. Am nächsten Morgen sah es so aus. Das ist jetzt ein Foto vom Johanneswall aus. Hier sehen wir wieder den großen Eingang, den Haupteingang und die Wohnung im Obergeschoss. Das Innere des Betsaals und der Dachstuhl sind völlig ausgebrannt, aber die Außenmauern stehen noch. Man sieht jetzt hier auch, dass da eine Inschrift über dem Eingang steht, aber besser kann man es auch nicht erkennen. Die Wohnung im ersten Stock ist auch noch mit ihrem Inventar erhalten und hier sieht man, wie mit Leitern Möbel aus der Wohnung geholt werden. Das heißt, das Treppenhaus war wahrscheinlich zerstört, sonst hätte man ja nicht die Leitern gebraucht. In der Wohnung hat zuletzt die Familie Grünfeld gewohnt. David Grünfeld war Kantor in der Synagoge und Religionslehrer in der Gemeinde. Er hat da zusammen mit seiner Ehefrau Rosa Frieda Grünfeld und den drei Kindern Ernst, Manfred und Hanna gewohnt. Die Familie Grünfeld hat den Holocaust nicht überlebt. Sie wurde 1940 ins Warschauer Ghetto deportiert und da verliert sich ihre Spur. Die Bewohner des Ghettos wurden nach dem Aufstand 1942 in Vernichtungslager geschickt. Die meisten kamen nach Treblinka und wurden dort ermordet und wahrscheinlich auch die Familie Grünfeld. Zum Zeitpunkt des Synagogenbrandes war die Familie schon nicht mehr in Verden. Die waren im Oktober aus der Stadt ausgewiesen worden. Ein paar Tage nach dem Brand wurde die Ruine bis auf die Grundmauern abgerissen und die Fundamente bis in 30 cm Tiefe abgetragen. Die Kosten wurden übrigens der jüdischen Gemeinde in Rechnung gestellt. Das Mobiliar aus der Wohnung wurde von der Polizei sichergestellt und teils verkauft, um damit die Abschiebekosten für Familie Grünfeld zu decken.
Und das ist nach dem Abriss der Synagoge übrig geblieben. Die Grundmauern eines Gebäudes, ungefähr 21 Meter lang, 14 Meter breit, mit einer Nische in der rückwärtigen Giebelwand. Sie sehen hier einen Blick auf die Ausgrabung. Da hat nicht die Kreisarchäologie gegraben, sondern die Grabungsfirma Arkontor aus Kremlingen bei Braunschweig. Die Kreisarchäologie hat die Ausgrabung unterstützt, indem unser Grabungshelfer Bernd Steffens da mitgegraben hat. Und die Ausgrabung wurde nötig, weil das gesamte Gelände von der Firma Holzkamm aus Verden mit einem Fachmarktzentrum überbaut werden sollte. Hier fangen die Grabungsarbeiten gerade an. Das ist übrigens der Bagger der Firma Holzkamm, die die Ausgrabung kräftig unterstützt hat, sowohl mit Maschinen als auch mit Personaleinsatz. Eine Mauerecke ist schon rausgebrochen und kann nicht mehr an Ort und Stelle erhalten werden. Die wird später nochmal wichtig im Vortrag. Das erste Fundament erscheint. Es geht noch tiefer. Da taucht jetzt ein Hauskeller auf. Hier nochmal ein Blick auf die Grabung in der Übersicht, die Grundmauern, der Keller, den wir eben gesehen haben. Und hier ahnt man schon, da kommt noch was, ein anderer Keller. Sehen wir nachher, was das wird. Und hier nochmal die Nische in der Schmalseite. Hier haben die jetzt schon tiefer gegraben. Hier der Keller, den wir eben gesehen haben. Und hier im Vordergrund, da taucht sie plötzlich auf. Die Mikwe, das jüdische Ritualbad. Jetzt wissen wir, die war unter der Synagoge. Hier ist die Treppe, die in einen kleinen Vorraum führt. Und das hier ist das Wasserbecken für die Mikwe. Das sehen wir uns gleich im Detail an. Und hier sehen wir im Vordergrund noch mal besser die Mikwe. Hier der Grabungsplan. Man sieht, dass wirklich nicht mehr viel vorhanden war. Der größte Teil der Grundmauern ist erhalten, aber die Südecke fehlt schon. Der Hauskeller und die Mikwe sind noch da. Hier die Treppe in die Mikwe. Ein kleines Nebengebäude hinter der Synagoge. Und bei der Synagoge fragt man sich ja natürlich als erstes, wie hat der Betsaal ausgesehen? Und darüber ist erstaunlich wenig bekannt und auch die Ausgrabung konnte kaum etwas dazu beitragen. Wir sehen hier die Fundamente für eine Nische in der Schmalwand hinter dem Betsaal, also im Betsaal. Und das war die Nische für den Toraschrein. Das ist alles. Es sind keine weiteren baulichen Überreste und vor allem nichts von der Inneneinrichtung erhalten. Nach dem Krieg wurde Klage gegen den Einsatzleiter der Feuerwehr erhoben, weil er die Synagoge hatte abbrennen lassen. Und im Prozess hat dann ein Zeitzeuge diese Skizze angefertigt. Gitzsaal, Klassenzimmer im Erdgeschoss, Waschküche mit Nebeneingang daneben. Gehen wir jetzt in den Betsaal. Hier ist die Nische für den Toraschrein so dargestellt. Seit der Ausgrabung weiß man, dass die Skizze in diesem Punkt nicht ganz korrekt ist, denn der Toraschrein war ja in einer Nische nach außen hin untergebracht. Wie weit er sich dann tatsächlich halbrund in den Raum hinein gewölbt hat, etwa weil hier ein hölzerner Schrank vorgebaut war, das wissen wir nicht. Der Betsaal ging über zwei Geschosse und hatte im ersten Stock eine umlaufende hölzerne Galerie für die Frauen. Darunter im Erdgeschoss saßen die Männer. Ebenfalls in Sitzreihen, die sollen hier wohl dargestellt sein. Und was noch ganz wichtig für den Prozess war, hier ist auch der Brandherd eingetragen, nämlich direkt vom Torastein. Da sollen die Brandstifter Bücher aufgestellt haben, um dem Feuer zusätzlich Nahrung zu geben. Der Plan ist insgesamt ein bisschen dürftig und stellt wohl nur das dar, von dem man meinte, dass es für die Rekonstruktion der Vorgänge in der Brandnacht von Belang wäre. Wie es in der Synagoge tatsächlich ausgesehen hat, geht daraus nicht hervor. Man kann aber damit rechnen, dass der Betsaal innen sicherlich schön ausgeschmückt war und man kann sich vorstellen, dass es in Verden ähnlich ausgesehen hat wie in anderen Synagogen auch. Zur Inneneinrichtung einer Synagoge gehören der Toraschrein, den haben wir schon besprochen, Sitzmöbel, sehen wir hier angedeutet,
Dann ein Allmemor, das ist ein Lesepult vom Toraschrein, wo die Tora entrollt wird. Ein ewiges Licht, das hängt von der Decke herab. Und oft steht da dann auch noch die Menorah, der siebenarmige Leuchter. Und all das wird in der Ferner Synagoge sicherlich auch vorhanden gewesen sein. Zwei Studentinnen von der TU Braunschweig, Patricia Hinners und Hanna Kannenberg, haben als Semesterarbeit diesen Grundriss der Synagoge aus dem Grabungsplan entwickelt und mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Die beiden studieren an der TU Braunschweig. Dort gibt es die Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa, Beit Tfila. Beit Tfila ist hebräisch und heißt Haus des Gebetes. Dort wird die sakrale, aber auch die weltliche Architektur jüdischer Gemeinschaften in Europa erfasst, dokumentiert und systematisch erforscht. Und die beiden haben dann als Semesterarbeit den Grundriss der Ferner Synagoge ausgearbeitet. Betsaal, Nische für den Toraschrein, Pfeiler für die Empore, die sind nicht erhalten, aber so könnten sie da gesessen haben. Hausflur mit Haupteingang, Klassenzimmer und Waschküche mit eigenem Eingang von außen. Hier die Treppe in die Mikwe und das die Treppe in den Keller. Die haben wir ausgegraben. Die Treppe ins Obergeschoss war nicht mehr da. Gehen wir zurück zur Ausgrabung. Hier sehen wir die Freilegung des Kellers. Man erkennt schon die Treppe, die in den Hauskeller hinabführt. Jetzt ist er schon weitgehend freigelegt. Das war der Keller zur Wohnung im ersten Stock. Der war mit Brandschutt verfüllt und hier und in der Mikwe wurden auch die meisten Funde gemacht. Der Keller war gepflastert, hatte zwei gegenüberliegende Wandnischen. Da waren Regale eingebaut. Eine sieht man hier auf dem Foto. Das hier ist der Kellerabgang. Der war sicherlich aus Holz. Das Holz selber hat sich aber nicht erhalten, sondern nur die Schräge, wo es dann runterging. Und auf der anderen Seite hier der Ansatz zu einem Kellerfenster. Und hier schon angeschnitten in der Ecke der Blick auf die Mikwe. Gucken wir uns die Funde aus dem Keller an. Da lag hauptsächlich Hausrat aus der Wohnung. Keine Gegenstände, die im Gottesdienst verwendet wurden. Wahrscheinlich hat der Hausrat, den wir ausgegraben haben, Familie Grünfeld gehört. Hier sehen wir zum Beispiel zerbrochenes Geschirr mit Brandspuren, ein Sodafass, eine Bratpfanne, eine Kelle, eine Schöpfkelle, Löffel, Schere, Gabel, alles mit Fundzettel, aus dem hervorgeht, wo genau die Dinge lagen, sodass man das jederzeit rekonstruieren kann. Außer dem Haushaltsgeschirr und dem Haushaltsgerät wurden auch noch rostige Nägel und andere Dinge gefunden, die zum Gebäude selbst gehört haben. Und ganz viele Funde aus Metall. Ganz stark korrodiert. Was macht man damit? Irgendwie muss man der Korrosion ja Einhalt gebieten. Aber man kann das nicht alles restaurieren lassen. Es sind so viele Funde, das ist einfach unbezahlbar. Was also tun? Wir haben die Funde dann zum Einschweißen ins Landesamt für Denkmalpflege in Hannover gebracht. Die haben so ein großes Folienschweißgerät. Und an dem Gerät steht übrigens der schon erwähnte Bernd Steffens, Grabungshelfer der Kreisarchäologie. Die Metallfunde werden zusammen mit Stickstoff eingeschweißt, damit da wirklich kein Sauerstoff mehr rankommt. Die Tüten sind da so aufgebläht. Und da so bewahren wir die Funde jetzt in unserem Fundmagazin auf und das ist auch alles recht stabil. Die Korrosion ist fürs Erste gestoppt und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass wir das gemacht haben und die Plastikbeutel sehen auch alle noch gut aus. Man wird vielleicht in ein paar Jahren das nochmal wiederholen müssen, aber insgesamt ist das eine gute und dauerhafte Lösung. Ein weiterer Fund, dieses Tuch mit Fransen, lag auch im Bauschutt. Und der Brandschutt, das war bestimmt ursprünglich nicht braun, sondern hell und hat seine Farbe erst durch die Lagerung im Brandschutt im Boden erhalten. Vielleicht war es eine Tischdecke mit den Fransen dran. Und jetzt kommen wir zur Mikwe, dem jüdischen Ritualbad. Das ist ein Wasserbecken, wo man ganz eintauchen können muss. Also das Becken war mal bis oben hin mit Wasser gefüllt. Daneben ein Mauerabsatz mit einer Rinne, wahrscheinlich für die Wasserzufuhr. Denn das Wasserbecken selber hatte keinen Kontakt zu Grundwasser. Das Wasser musste also eigens von außen zugeführt werden. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Mikwen.
was die Zufuhr des Wassers angeht. Entweder sie hat Kontakt zum Grundwasser und steigt also letztlich ins Grundwasser, oder sie wird mit zugeführtem Regenwasser von außen befüllt. Eine Mischkonstruktion ist religiös nicht erlaubt. Vor dem Wasserbecken hier ein kleiner Vorraum, der konnte hier beheizt werden mit einem kleinen Ofen in einer Mauernische und hier die schon mehrmals erwähnte Treppe. Das gucken wir uns noch ein bisschen weiter an. Hier gucken wir praktisch die Treppe runter. Da ist das Tauchbad. Hinter dem Fotografen die Nische, wo der Ofen stand. Wir blicken hier nochmal auf einen Ausschnitt aus dieser Gebäudeskizze, die der Zeitzeuge für den Prozess damals angefertigt hat. Da fehlt die Kellertreppe. Hier ist sie. Das ist die Architekturzeichnung der beiden Studentinnen. Hier die Kellertreppe, die ist hier außerhalb vom Bild. Hier die Treppe hinab in die Mikwe. Und die beiden Studentinnen haben die Treppe ins Obergeschoss hier angeordnet. Der Zeitzeuge hat sie in dieser Nische untergebracht. Das funktioniert aber nicht so richtig, aber vielleicht hat er einfach auch zwei Treppen durcheinander gebracht. Und die Studentinnen haben das dann in ihrer Darstellung korrigiert. Und jetzt wird auch die Funktion dieser Waschküche deutlicher. Das war einerseits wohl wirklich die Waschküche für die Wohnung im ersten Stock, aber das war gleichzeitig auch der Vorraum zur Mikwe mit separatem Eingang. Das heißt, hier konnte man sich entkleiden und waschen, bevor es runter in die Mikwe ging. Dann nochmal die Nische mit dem Ofen. Das heißt, der Vorraum war heizbar. Und der Ofen war zerlegbar, sonst hätte man den wahrscheinlich in diese schmale Nische auch gar nicht richtig reingekriegt. Und das sind die einzelnen Platten aus Eisen. Die haben wir restaurieren lassen. Hier sehen wir unterschiedliche Stadien. Die ist noch nicht gemacht, die auch nicht, der Ofenrost auch nicht. Die hier waren schon bei der Restauratorin. Und ich hoffe, dass es in Zukunft möglich sein wird, den Ofen in Räumlichkeiten der Stadt Verden dauerhaft auszustellen. Im Moment ist das bei uns alles im Fundmagazin. Gucken wir nochmal in das Wasserbecken. Links der gemauerte waagerechte Vorsprung. Hier das eigentliche Wasserbecken. Dahinter war der Ofen. Und Sie sehen hier überall die schwarzen Brandspuren von dem Brandschutt, der da eingefüllt war. Nochmal das Wasserbecken schräg von oben. Das Wasserbecken, der Vorraum, die Treppe, der Mauervorsprung hier mit der Rinne, die das Wasser zugeführt hat. Jetzt noch ein Blick senkrecht nach unten auf den Boden der Mikwe und man sieht, der ursprüngliche Boden ist gar nicht mehr da, sondern da ragen nur noch so ein paar Reste rein und darunter kommt der feuchte Sand zum Vorschein. So haben wir das bei der Ausgrabung angetroffen. Das bedeutet, da muss jemand nach dem Synagogenbrand in das Wasserbecken runtergestiegen sein und den Boden herausgeschlagen haben. Anders ist dieses Bild nicht zu erklären. Und hier auch wieder Spuren des Brandschutzes an den Wänden. Hier nochmal ein Detailblick auf den Boden. Und hier sieht man ganz deutlich, da sind drei Lagen Bodenfliesen und die sind alle rausgeschlagen. Da ragt nur noch so ein bisschen was in den Innenraum rein und die liegen auf verkohlten Hölzern auf. Das war die Unterkonstruktion. Und damit ist jetzt eben auch eindeutig klar, das war keine Grundwassermikwe, sondern eine Regenwassermikwe. Das Regenwasser musste man ja wahrscheinlich erst mal sammeln, bevor man es in das Becken leiten konnte. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo war die Zisterne? Auf den Punkt komme ich später nochmal zurück. Hier haben wir Funde aus der Mikwe. Das sind zwei Halterungen aus Messing, wahrscheinlich für eine Rinne, mit der das Wasser zugeführt wurde. Wird so vom Durchmesser her ganz gut hinkommen. Die Mikwe, das rituelle Tauchbad, wird aufgesucht, falls jemand zum Judentum konvertieren will. Frauen nach der Menstruation, nach der Entbindung vor der Hochzeit, Männer vor dem Schabbat oder vor Yom Kippur, dem Versöhnungsfest, der höchste jüdische Feiertag. Also es gibt verschiedene Anlässe, die Mikwe aufzusuchen. Und das Bad in der Mikwe macht rein im rituellen Sinn. Hier nochmal ein Blick auf die Ausgrabung. Die Synagoge, Hörerstein und Sie ahnen mehr, als dass Sie es sehen. Hier ist ein kleines Nebengebäude im Hof. Gucken wir uns nochmal genauer an.
Ein kleines, annähernd quadratisches Gebäude von etwa 2 Metern Seitenlänge, das in die Erde eingegraben war und aus Ziegeln gemauert ist und auch einen Ziegelfußboden hat. Wir haben nicht mit Gewissheit herausgefunden, wozu das diente, denn wenn man sich das auf den Stadtplan von 1926 anguckt, dann liegt das gar nicht mehr auf dem Synagogengrundstück, sondern auf dem Nachbargrundstück. Es kann natürlich trotzdem zur Synagoge gehört haben. Und dann könnte es die Zisterne, also das Regenwassersammelbecken für das Wasser für die Mikwe gewesen sein, die man dann irgendwie über den Hof mit Rohrleitungen in das Becken transportiert haben muss. Kehren wir zurück zu den Funden. Den zerstörten Hausrat, einen Textilfund und die Messinghalterung haben wir schon gesehen. Und jetzt kommen wir zur letzten Fundgruppe. Das sind die verbrannten Bücher. Man erkennt schon im Bauschutt, dass hier was rausguckt. Und hier nochmal im Detailfoto, da ist noch was anderes dabei. Das sind die verbrannten Bücher, die verbrannten Papiere aus der Synagoge. Man erkennt erstmal nur verbrannte Papierstücke und Textilreste sind da auch noch dazwischen. Textilreste. Und hier sieht man schon, da steht was auf Hebräisch drauf. Und zwar gedruckt, nicht handgeschrieben. Dieses Foto und die folgenden hat mir übrigens die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Solche Funde stellen für ein Grabungsteam eine große Herausforderung dar. Erstmal findet man sowas so gut wie nie und hat als Archäologe darum auch keine Routine, wie mit verbrannten Papieren umzugehen ist. Und zweitens sind diese Papierreste derart fragil, dass man kaum weiß, wie man die überhaupt anfassen soll, weil da gleich schon, und die aus dem Boden überhaupt rauslösen soll, weil da gleich schon was abbröselt. Das sehen wir hier nochmal. Hier die Papierreste und hier liegen überall schon abgebrochene Stückchen am Rand. Das Grabungsteam hat die Papiere dann in Plastikboxen, Tupperdosen verpackt und die gut mit Haushaltspapier ausgepolstert. Und ein Teil der Papierfunde haben die, den haben die tiefgefroren, damit sich kein Schimmel bildet und Pilzsporen keine Chance haben. Das sieht man hier, da sieht man die verbrannten Papiere und hier sieht man die Eiskristalle. Das hat im Endeffekt die Restauratorin an der HAWK aber vor große Probleme gestellt. Die gesamte Papierrestaurierung wurde an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst HAWK in Hildesheim vorgenommen. Und zwar von einer Gruppe von Studierenden unter der Leitung von Frau Professor Ulrike Hehner. Da ist sie. Und das ist das Faltblatt zu dem studentischen Projekt. Das waren Studierende des Masterstudiengangs der Studienrichtung Konservierungs- und Restaurierungstechniken von Schriftgut, Buch und Grafik. Und die besondere Herausforderung in diesem Fall bestand in der schieren Masse. Das heißt, die Studierenden mussten Konservierungsmethoden entwickeln, die auch für große Mengen funktionieren. Zwei Ziele haben sie dabei verfolgt: die langfristige Erhaltung der verbrannten Bücher und das Zugänglichmachen der Textinformationen, denn teilweise waren die Inhalte kaum noch lesbar. Wenn nötig, wurden dafür einzelne Seiten in einem komplizierten Verfahren voneinander gelöst, getrocknet und konserviert. Das war aber Gott sei Dank nicht jedes Mal nötig. In einigen Fällen hat man schon gesehen, das war ein Buch. Das hat alles so fest zusammengebacken, das muss man jetzt nicht auseinandernehmen, das ist ein Buch. Und dann wurden sie auch zusammengelassen als Einheit und auf diese Weise das Buch, um auf diese Weise auch das Buch als solches zu dokumentieren. Und hier auf diesem Foto, da ahnt man schon die Schwierigkeit, die es gemacht hat, die einzelnen Blätter voneinander zu trennen. Die wurden dann in speziell dafür angefertigten Pappkartons aufbewahrt und da liegen sie auch heute noch drin. Hier nochmal ein gut lesbares Fragment. Und es geht natürlich auch darum, die Bücher zu identifizieren, zu denen diese Fragmente gehört haben, rauszufinden, was für Bücher waren das eigentlich. Und das hat die Judaistin Elisabeth Singer-Brehm übernommen. Die ist Spezialistin für genau solche Fragen. Links das verbrannte Fragment, rechts haben die Studierenden von der HAWK die Schrift dann unter Infrarotlicht digitalisiert und so wieder sichtbar gemacht. Und ganz rechts
Die Seite aus dem Buch, zu dem das verbrannte Fragment gehört. Dieser Schnipsel hier ist das da. Und das war nun die Aufgabe von Frau Singer-Brehm herauszufinden, zu welchen Büchern diese verbrannten Fragmente gehören. Und sie wollte nicht nur herausfinden, um welche Texte es sich im Einzelnen handelt, also die Titel der Werke, sondern auch Jahr und Erscheinungsort. Und das sieht dann so aus. Sie hat, um das herauszufinden, ganz viel mit der Druckgestaltung gearbeitet. Und die ist ganz wesentlich abhängig von der Schrifttype. Wie das im Prinzip geht, will ich Ihnen an diesem Beispiel erläutern. Ich habe den Paragraphen 1 aus dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz genommen und in drei verschiedenen Schrifttypen dargestellt. Es ist immer völlig derselbe Text, aber Sie sehen, es sieht jedes Mal komplett anders aus. Wer von Ihnen viel mit Büchern zu tun hat, der kennt das vielleicht. Man hat eine Seite aus dem Buch kopiert und hat aber dummerweise nicht das Zitat gleich dran geschrieben. Aber wenn man viel mit diesen Büchern arbeitet, dann langt die Kopie ohne Nachweis und man weiß sofort, aus welchem Buch das stammt. Und diesen Grundgedanken hat die Frau Singer-Brehm sich zunutze gemacht, weil das funktioniert bei den verbrannten Büchern aus der Ferner Synagoge ganz genauso. Hier ein paar Beispiele für das, was sie herausgefunden hat. Da unter den verbrannten Büchern war ein zwölfbändiges, großformatiges, prächtig ausgestaltetes Werk zu Religionsgesetzen, Leipzig 1934. Ein weiteres Werk über Religionsgesetze, Boston 1920-21. Da fragt man sich natürlich, wie ist das Buch noch ferngekommen? Ein Kommentar zu Religionsgesetzen, Karlsruhe 1755. Das ist das älteste Buch aus dem Bestand. Ein hebräisches Gebetbuch für Schabbat mit Leseanweisungen in Deutsch, Aurich 1918. Ein Lexikon der Münzen, Maße und Gewichte, ein Buch über Pflanzen und ein Roman, der heißt Die Vaterstadt, Band 4 war noch da. Was bedeutet das? Das hier, das sind nicht irgendwelche Bücher, sondern die braucht man für theologische Forschungen. Und die große Frage ist, wer hat hier in Verden diese hochkarätige Forschung betrieben? Das hier ist ein Gebetbuch für die religiöse Alltagspraxis und das hier, diese Bücher, die können in jedem Haushalt stehen. Also eine bunte Mischung. Und zum Schluss nochmal die Ansicht der Synagoge. Der Betsaal, hier der Eingang in die Mikwe. Der Schulraum, die Wohnung im ersten Stock, wo Familie Grünfeld gewohnt hat, und hier die Waschküche bzw. der Vorraum zur Mikwe. Und heute. Die Grundmauern der Synagoge konnten im Boden erhalten werden. Das Gebäude wurde nach der Ausgrabung wieder verfüllt, sieht man hier. Der Boden verdichtet und heute ist darüber Takko. Hier noch ein weiteres Bild. Vom wieder zufüllen und verdichten. Sie sehen, der Grabungstechniker, der macht dann noch die letzten Arbeitsschritte und im Hintergrund ist der Bagger schon wieder am Verfüllen. So sieht das da heute aus. Hier ist der Johanniswall, das ist der Parkplatz. Hier ist der Bioladen, da ist Taco und da drunter haben wir hier eingezeichnet den Synagogengrundriss. Da war das und da sind die Grundmauern auch noch da. Hier vorne, wo der rote Punkt ist, da ist eine kleine Infotafel, die über die Synagoge informiert. Das sehen wir aber gleich nochmal. Vorher nochmal ganz kurz was zur städtebaulichen Situation. Das Foto zeigt das Landgericht Verden schräg gegenüber vom Synagogenstandort. Die Synagoge wurde 1858 erbaut, das Landgericht 25 Jahre später, 1883. Und es nimmt den Baustil der Synagoge auf. Zweigeschossiges Gebäude aus roten Klinkern mit Halbbogenfenstern. Das heißt, da standen sich dann zwei ganz ähnliche Gebäude am Johanniswall gegenüber. Die Synagoge ist völlig aus dem Stadtbild verschwunden, aber das Gerichtsgebäude steht heute noch. Zum Schluss noch ein Blick auf die kleine Infotafel am Eingang zum Parkplatz.
Das ist die Mauerecke, die Erläuterungstafel und diese Mauerecke, die haben wir ganz am Anfang auf einem der ersten Bilder schon mal gesehen. Die konnte bei der Ausgrabung nicht an Ort und Stelle erhalten bleiben. Die hatte der Bagger schon rausgerissen. Die hat Holzkamm dann während der gesamten Grabungsdauer sorgfältig und gut gesichert aufbewahrt. Nach Abschluss aller Arbeiten wurde die dann hier vermauert und verbaut. Also das ist Originalgemäuer von der Synagoge. Im Gehwegpflaster vom Johanniswall sind vor der ehemaligen Synagoge vier Stolpersteine eingelassen, die an Familie Grünfeld erinnern. Und wer sich etwas ausführlicher mit dem Schicksal der Familie Grünfeld und der anderen Verdener Juden beschäftigen möchte, kann das im Internet tun unter Pogrome 1938 niedersachsen.de. Und wer sich noch weiter damit beschäftigen möchte, kann das tun unter regionalgeschichte-verden.de. Da haben Werner Ströter und Joachim Bog die Lebensgeschichten von Verdener Verfolgten des Naziregimes zusammengestellt. Und da habe ich selber auch die Angaben zur Familie Grünfeld her. Und im Vortrag ging es ja hauptsächlich um das Synagogengebäude und die Mikwe, kaum um die Ereignisse damals in Verden. Und wer dazu mehr lesen möchte, kann das ebenfalls hier unter Pogrome 1938 in Niedersachsen tun. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Es bleibt nur noch, mich bei allen Beteiligten zu bedanken, die an der Ausgrabung, an der Restaurierung und an der Auswertung der Ausgrabung beteiligt waren. Frau Professor Ulrike Hähnau, Elisabeth Singer-Brehm, die beiden Architekturstudentinnen Hanna Kannenberg und Patricia Hinners, Tino Kulpe und Klaus Willenbrook von der Firma Holzkamm, Stadt Verden, Bauaufsicht und Denkmalschutz und die Grabungsfirma A-Kontor Projekt GmbH aus Kremling. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.